Trainingsstart unserer TSG Frauen. Gut gelaunt kehrte das Team nach der Sommerpause zur ersten Einheit auf den Platz zurück. Der Ball rollt also wieder im Förderzentrum St. Leon Roth. Ja, wir freuen uns, die Neuen begrüßen zu dürfen heute. Einige Spielerinnen haben wir ja noch bei der EM am Start. Das heißt, wir haben noch nicht den kompletten Kader da. Das wird wahrscheinlich noch 2-3 Wochen dauern. Und wir versuchen uns trotzdem davon nicht von unserem Weg abbringen zu lassen, sondern schon inhaltlich sehr, sehr viel an den Tag zu legen, die Mädels fit zu kriegen. Und dann hoffen wir, dass wir im Trainingslager dann die mannschaftstaktischen Dinge auf den Platz kriegen. Auch Torhüterin Laura Dick freute sich trotz kurzer Auszeit, dass es endlich wieder losgeht. Ich habe die freie Zeit, die ich hatte, auch wenn sie extrem wenig war, sehr gut genutzt. War sogar im Urlaub, konnte ein bisschen Sonne tanken. Jetzt bin ich aber endlich wieder froh, auf dem Fußballplatz zu stehen. Ich habe es schon ein bisschen vermisst, auch wenn ich erst seit einer Woche wieder Pause hatte. Bin ich jetzt froh, wieder hier zu sein. Zwei Monate bleiben dem Team um Gábor Gallay für die Vorbereitung bis zum Saisonauftakt Mitte September gegen den 1. FC Köln. Worauf es in den nächsten Wochen ankommen wird, weiß der Coach vor seiner dritten Saison als Cheftrainer genau. Die körperliche Frische brauchen wir jetzt auf jeden Fall, die Fitness und natürlich dann auch die Inhalte, Spielprinzipien, die wir brauchen, wie unsere Spielidee, wieder intensiv trainieren. Das ist in der Vorbereitung immer wichtig und dann auch die Testspiele dafür nutzen, um gute Testspielergebnisse zu absolvieren und natürlich auch den Neuen, die jetzt dabei sind, auch ein bisschen das Klima von Hoffenheim mitzugeben. Bam, 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 bam. Körperliche Fitness, Mentalität, Team Spirit. Drei wichtige Aspekte auf dem Weg zum Erfolg, die es für unsere Frauen nun zu erarbeiten gilt. Ich freue mich auf die Vorbereitung und ich glaube, ich erwarte auch relativ viel, auch für mich persönlich. Ich bin gespannt, wie die neuen Spieler sich einbringen. Ich glaube, es ist viel geplant, viele Testspiele, um einfach zu wissen, wo wir stehen. Und wenn wir jetzt als neues Team, weil wir auch viele neue Spieler haben, viele Abgänge, wo wir dann ungefähr stehen und wie wir zu den anderen Gegnern sind. Und ansonsten ist, glaube ich, wichtig, erstmal wieder reinzukommen, wieder nochmal einen Ball am Fuß zu haben. Und ich denke, deshalb ist die Vorbereitung extrem wichtig. Ja, wir wollen uns jedes Jahr verbessern, das ist klar. Wir wollen fußballerisch wieder überzeugen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist uns in der Rückrunde nicht immer gelungen. Die Zuschauer, die kommen, wollen wir belohnen und in dem Fall dann auch gucken, dass wir ganz oben lange mit dabei bleiben. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, guten Fußball. Und ich denke, dass wir auch mit dem Kader, den wir, glaube ich, gut zusammengestellt haben, auch in der Lage sind, wieder um die oberen Plätze mitzuspielen. So die Ambitionen des Trainers. Und was sagt die Mannschaft? Als Team haben wir uns noch keine Ziele gesetzt, aber ich glaube, es ist allen klar, dass wir nochmal Richtung Champions League spicken wollen, auch wieder da reinkommen wollen. Ansonsten, denke ich, hat jeder irgendwie das Ziel, oben mitzuspielen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir an dem Ziel auch festhalten. Abend.